Guten Tag, Dr. Krüger. Freut mich, dass wir hier sind und wir werden heute über Narzissmus sprechen, was Sie auch in Ihrem Buch Selbstachtung, so werden Sie glücklich, stark und selbstbewusst auch nochmal in Tiefe beschreiben. Der Zusammenhang ist, Narzissten werden deine Selbstachtung klauen mit der Zeit und es ist wirklich kontraproduktiv, mit Narzissten viel zu tun zu haben. Das heißt allgemein, Dr. Krüger, gibt es einfach nur Narzissmus? Gibt es unterschiedliche Arten von Narzissmus? Gibt es viel Narzissmus? Gibt es wenig Narzissmus? Was kann man sich allgemein unter dem Begriff Narzissmus vorstellen? Zunächst einmal ist Narzissmus sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir Narzissmus einmal definieren, dann kann man sagen, es ist eine Selbstwertstörung, wo ein Mensch vieles im Leben erreichen möchte, einen hohen Druck hat, einen hohen Leistungswunsch hat, der aber durch seinen Lebensmut, durch die Arbeitsfähigkeit hat, durch die emotionale Stabilität nicht abgesichert ist. Das heißt, es ist ein Leben, wo ich wie auf einem Seil tanze, immer das Gefühl habe von Unsicherheit und ich bin dann sehr auf die Bewunderung, auf die Zustimmung anderer angewiesen. Also ein Leben eigentlich mit einer hohen inneren Unsicherheit. Das ist der eigentliche Narzissmus. Und da müssen wir natürlich unterscheiden. Es gibt zum einen den Narzissten, der durchaus sympathisch ist, der im Leben uns fasziniert, wo wir das Gefühl haben, Männer, die können wunderbar im Grunde erzählen und Frauen verlieben sich in diese Narzissten, weil sie das Gefühl haben, da ist es nicht langweilig. Das kann in einer Partnerschaft noch halbwegs gut gehen, aber es gibt natürlich auch den Narzissten, der bei der Arbeit, der in Liebesbeziehungen gefährlich ist, weil er auf Dauer immer rivalisiert, weil er immer Überlegenheit braucht, weil er sogar Rachegefühle hat, sobald Konflikte nicht so gelöst werden können, wie wir es wollen. Und insofern ist der Narzissmus in Partnerschaften und auch in der Arbeit durchaus ein Riesenproblem, wo wir rechtzeitig gucken müssen, wie gehen wir damit um. Eine große Frage würde ich kurz ansprechen. Gibt es gesunden Narzissmus, beziehungsweise hat jeder narzisstische Charaktereigenschaften? Das ist eine schwierige Frage, weil wir alle haben natürlich in irgendeiner Form Selbstwertstörungen. Also ein richtig solides Selbstwertgefühl haben wir eigentlich alle nicht, aber es wäre erstrebenswert, dass wir ein gutes, ein solides Selbstwertgefühl haben. Und insofern sagen manche, dass es doch sinnvoll ist, wenn wir auch einen gewissen Narzissmus haben. Damit meinen sie, dass wir im Leben auch eine Selbstliebe haben sollten, dass wir uns loben sollten, dass wir uns Anerkennung geben sollten. Das wäre dann möglicherweise der gesunde Narzissmus. Aber in der Fachsprache hat es sich eingebürgert, dass wir den Narzissmus eher immer als etwas pathologisch betrachten, also als etwas, wo jemand viel im Leben gerne wäre und in Wirklichkeit aber die Selbstachtung gering ist, so dass man sagen kann, das ganze Leben ist eigentlich wie ein Eiertanz. Ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile auch mit vielen Doktoranden, Doktoren in der Psychologie gesprochen und da spalten sich einfach die Meinungen. Also ich habe auch mehrfach mit Doktoren gesprochen, die sagen, ganz klar Narzissmus, jeder hat Narzissmus in sich und es wird dann krankhaft, kann ins krankhafte Gestörte übergehen und im Endeffekt ist es ja einfach eine Definitionssache. Und das finde ich einfach nur interessant, dass es in der Psychologie auch in den akademischen Kreisen unterschiedliche Meinungen dazu gibt, obwohl es wirklich einfach eine Frage ist der Definition. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ob wir das jetzt gesunden Narzissmus nennen oder nicht, eine gewisse Selbstachtung ist wichtig, ein gewisser, nennen wir das gesunder Egoismus, ist wichtig, auf sich selbst zu achten, sich selbst auch irgendwie zu lieben, zu mögen. Schlecht ist es, wenn die Bedürfnisse der anderen Menschen nichts mehr wert sind und man einfach nur auf anderen Menschen herumtrampelt. Dr. Krüger, woher kommt starker oder stark ausgeprägter Narzissmus? Wie entwickelt sich das oder wird man damit geboren? Ich würde gerne nochmal auf Ihre These eingehen. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle ein Bewusstsein haben des eigenen Lebens, auch des eigenen Wertes und dass wir manchmal sogar Größengefühle haben, manchmal sogar starke Größengefühle haben, wo wir spüren, welche Bedeutung haben wir im Leben. Das Problem ist nur, das muss ich absichern. Das braucht ein Fundament. Das braucht ein Fundament, dass ich Bestätigung habe in einer Liebesbeziehung, dass ich Bestätigung habe in Freundschaften, in Gruppen. Und vor allem, ich brauche eine gewisse Arbeitsfähigkeit, ich brauche eine Ausdauer, ich brauche eine Geduld, weil ich muss ja
das, was ich da mir vorstelle an Bedeutung im Leben, das muss ich einlösen. Da muss ich das Gefühl haben, langfristig, dass ich dem auch gerecht werde. Dann kriegt der Narzissmus, wenn man das so sagen will, ein Fundament. Das bringt eine Bestätigung. Und dann habe ich das Gefühl, dass solche Menschen, die im Leben auch das erreichen, was sie immer sich ausgedacht haben, dann habe ich das Gefühl, dass diese Menschen eine tiefe Ruhe bekommen. Die bekommen so ein inneres Fundament und ich habe das Gefühl, der Lebensentwurf, der wird solide. Und das ist der große Unterschied zum klassischen Narzissten, der im Grunde selber immer weiß, dass er eigentlich ein Gaukler ist, dass das Leben wie auf einer Bühne besteht, der regelrecht abhängig ist von der Meinung im Grunde von außen. Und wenn er das nicht bekommt, dann entsteht eine große seelische Instabilität. Also im Grunde ist der Narzissmus, der klassische, ein Riesenproblem, wo man eigentlich Menschen, auch wenn sie sehr berühmt sind, bemitleiden müsste und erkennen müsste, dass hier eine große Tragik vorliegt. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wie entsteht das alles? Da würde ich auch kurz noch, bevor drauf eingehen, und zwar, da kann man ja wirklich sagen, wird die Wirkung nach außen hin, dieses Auftreten, wird es mit eigentlichem Selbstbewusstsein gestemmt oder ist es tatsächlich nur eine Überkompensation? Und je mehr es einfach eine Überkompensation ist und je mehr es dann einfach krampfhaft ist, umso mehr leidet man ja selbst auch irgendwie darunter. Und das finde ich sehr, sehr interessant, was Sie gerade sagen, dass man das tatsächlich stemmen kann. Wenn man einen gewissen Anspruch hat, ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber es kann ja nur gesund sein, wenn man den Anspruch an sich selbst überhaupt erfüllen kann. Dadurch wird man vielleicht auch mehr erreichen. Aber wenn man so gesehen wirklich diesen stark ausgeprägten Narzissmus hat, man macht sich so viel Druck bei den kleinsten Sachen auch. Man kann seinen Ansprüchen nie gerecht werden, weil man zum Beispiel auch niemals Fehler machen darf. Andere Menschen dürfen ja auch keine Fehler machen. Sie selbst dürfen so gesehen auch keine Fehler machen und machen sich selbst unglaublich viel Druck und Vorwürfe, wenn sie einfach nur nicht perfekt sind. Ich bringe Ihnen einfach einen Klassiker, nämlich das Leben von John F. Kennedy. Kennedy kam aus einer Familie, wo der Vater immer gesagt hat, ich dulde es nicht, dass einer meiner Söhne der Zweite ist. Ihr müsst immer die Ersten sein. Also ein riesiger Anspruch, der auf all den Söhnen lastete. Und gleichzeitig bekamen diese Söhne nicht sehr viel Anerkennung, nicht sehr viel Herzlichkeit, weder Väterlichkeit noch Mütterlichkeit. Die emotionale Bekräftigung war in diesem Elternhaus gering. Und deshalb war es natürlich so, dass Kennedy war ein klassischer Narzisst, der es gut verstanden hat, nach außen aufzutreten, der also sehr beeindruckend war in seiner Art von Jugendlichkeit und von Herzlichkeit und der ständig im Grunde fremd ging. Und das Fremdgehen war für ihn die Möglichkeit der Bestätigung, ich bin ein toller Kerl, ich bin im Grunde jemand. Und dann ahnt man, egal was Sie erreichen, Sie können der amerikanische Präsident werden, tritt nie ein Gefühl des Genug ein. Es ist nie das Gefühl, das reicht jetzt, sondern dieses Gefühl, dass eine Lücke klafft zwischen dem, was ich bin und dem, was ich gerne wäre. Diese Lücke, die ist im Grunde riesig. Und diese Lücke entsteht eben in der Kindheit. Wenn auf der einen Seite in der Familie, der ganzen Familiengeschichte, ein Riesenanspruch da ist, was ich sein soll, und auf der anderen Seite aber eine geringe Bestätigung, eine geringe emotionale Stabilität, dann entsteht Narzissmus. Woher kann man sagen, dass er ein klassischer Narzisst ist? Weil das kann man ja allgemein erst sagen, wenn die Person besser kennenlernt und merkt, okay, die Menschen leiden auch vor allem im nahen Umfeld, könnte man vielleicht sagen, dass er höchstwahrscheinlich ein Narzisst ist, weil es könnte ja sein, weil ich sag mal so, hundertprozentig kann man das ja nicht unbedingt sagen. Wissen Sie, was ich meine? Weil man sagt ja allgemein, dass man das erst besser sagen kann, wenn man die Person wirklich tiefgründig kennt. Es gibt ja über Kennedy unendlich viele Biografien, die das sehr genau beschreiben. Nicht? Und wir sehen zum einen die Familiengeschichte und sehen, dass viele in der Familie sehr riskant lebten und irgendwann auch umgekommen sind. Und wir sehen bei Kennedy vor allem, dass Kennedy eigentlich unfähig war, sich in irgendeiner Form zu lieben. Ein Freund hat ihn mal gefragt, hast du jemals im Leben jemanden geliebt? Und Kennedy hat gesagt, nein. Gewissermaßen waren alle Menschen immer in seinem Leben dazu da, ihn zu bestätigen. Also er war im Grunde
in seiner ganzen Eigenart eher etwas egozentrisch und wenig in der Lage, also er war angewiesen auf Bewunderung und alle Menschen in seiner näheren Umgebung dienten eigentlich dazu, dieses Ego von ihm im Grunde zu stärken. Aber es gab nie eine ruhige Beziehung, wo man das Gefühl haben könnte, im Grunde es ging um Bindung, es ging um Verständnis, es ging darum, mit jemandem wirklich eine enge, tiefe Beziehung einzugehen, sondern alles ging im Grunde darum, die innere Stabilität seines Lebens zu erhöhen. Also man kann sagen, man hat so viel Input mittlerweile über ihn, dass man auch durchaus da bestimmte Sachen sagen kann, wo man sagen kann, alles zeigt einfach ganz klar in Richtung klassischer Narzisst. Würden Sie sagen, dass viele Menschen in der Geschichte der Menschheit, die großartige Sachen erreicht haben, oftmals auch klassische Narzissten waren, beziehungsweise wenn sie Psychopathen waren, da auch oft oder immer ein saftiger Anteil Narzissmus dabei war? Ja, natürlich. Wir haben natürlich gerade unter Menschen, die später als Genie bezeichnet wurden, viele, die auch einen großen narzisstischen Anteil haben. Und der Narzissmus kann natürlich auch etwas Förderliches sein, kann uns dazu bringen, dass wir etwas tun im Leben, dass wir Entdeckungen haben. Und es gab lange Zeit die Theorie von Genie und Irrsinn, also dass Genies quasi immer in irgendeiner Form eine tiefere Störung haben. Ja, das macht auch. Also ich kenne nur die Beispiele aus der Physik. Newton, er war auf jeden Fall ein Leben lang Jungfrau, der hatte wahrscheinlich da kein Interesse dran. Einstein wurde auch gesagt, also der ist manchmal durch die Stadt gelaufen, hatte lustige Hüte auf. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, beim Beispiel Newton, wenn man so schlau ist, dass man denkt, die Menschen um mich herum sind so dämlich und so blöd, die verstehen nicht im Ansatz, was für mich so offensichtlich ist, dass es zum Teil auch schwierig sein kann, mit anderen Menschen zu sozialisieren. Kommen wir aber gerne zur Frage, wo kommt Narzissmus her? Wird Narzissmus angeboren? Wird das entwickelt? Von der Kindheit her gehört beides dazu. Welche Aspekte müssen gegeben sein, dass man dann später im Leben ein Narzisst wird? Vielleicht dann auch nicht nur klassischer Narzisst bis über in die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also das wird nicht angeboren. Es ist ja nicht eine Frage, dass das quasi vererbt wird, als wären das Gene, als nicht wie die Augenfarbe zum Beispiel, sondern wir stehen ja im Leben vor dem Problem, dass wir gerade in der Pubertät unsere eigene Bedeutung erkennen müssen. Mhm. Pubertät ist im Grunde in der Pubertät stellt sich die Frage, wer bin ich und welche Rolle habe ich in meinem Leben? So. Und wenn ich Glück habe, dann kann ich diese Frage später unterfüttern, wer bin ich mit dem, was ich real im Grunde tue? Wer bin ich im sozialen Leben? Was tue ich da? Habe ich eine Liebesbeziehung? Was habe ich für Freundschaften? Was habe ich für einen Beruf? Und welche Rolle habe ich da? Feuerbach hat einmal gesagt, die Selbstachtung ergibt sich daraus, dass ich im Leben weiß, was ist das Besondere an mir? Also wenn ich mich mit 10 oder 20 Freunden vergleiche, was unterscheidet mich da? Und dieser Unterschied, das muss ich quasi durch das, was ich auch tue, in irgendeiner Form unterfüttern. Also ich kann mir nicht ausdenken und sagen, ich bin der und der und die Rolle will ich im Grunde haben, sondern das muss ich ja irgendwo durch die Dinge im Leben, die ich bewältige, die ich tue, wo ich irgendwann das Gefühl habe, das werde ich, wenn ich mal sterbe, hinterlassen. Das muss quasi ein Fundament bekommen. Und der Narzissmus entsteht im Grunde dann, wenn das auseinanderreißt. Also wenn ich eine Familie habe, die aus irgendwelchen Gründen einen hohen Anspruch hat, der und der, das wollen wir sein, und wo die emotionale Stabilität aber gering ist. Und das haben wir in unendlich vielen Familien. Wir haben das zum Beispiel auch durch die gesamte Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. Stellen Sie sich mal vor, da sind Urgroßeltern, die aus Ostpreußen geflohen sind. Und in Ostpreußen hatten sie ein größeres Gut gehabt, kommen hier dann nach Deutschland, sind Flüchtlinge und gelten natürlich wenig. Und dann wird der ganze Familienanspruch, dass wir wieder etwas gelten, dass wir wieder etwas darstellen,
Das wird dann auf die Kinder übertragen und auf die Enkelkinder. Und diese Enkelkinder haben quasi von der Familie her den inneren Drang, den Auftrag bekommen, ihr müsst was darstellen, ihr müsst im Grunde etwas sein. Und jetzt leben sie, jetzt sind sie aufgewachsen, aber in einer Familie mit wenig Herzlichkeit, mit wenig Leidenschaft, Unbekümmertheit. Das heißt, sie haben gar nicht den inneren Stoff, die seelische Energie, das wirklich zu tun, sondern sie leiden immer drunter, dass sie viel mehr sein sollen, als sie eigentlich können, weil sie diese Kraft gar nicht vermittelt bekommen haben. Und insofern ist der Narzissmus eigentlich eine Problematik, die es in Tausenden, in Millionen von deutschen Familien gibt. Interessant. Würden Sie sagen, dass Narzissmus allgemein ein Problem ist in der Gesellschaft, beziehungsweise wird das Problem immer schlimmer? Gibt es einfach nur viel mehr Aufmerksamkeit, dass Menschen merken, okay, es gibt so etwas, das heißt Narzissmus, es gibt solche Menschen. Und das habe ich auch mal gehört, dass in den 70er, 80er, 90er Jahren das die goldene Zeit war für Narzissten und dass sich jetzt einfach die gewisse Einstellung in der Gesellschaft shiftet. Das heißt, die Frage speziell, wird der Narzissmus, also ist das ein gesellschaftliches Problem und gibt es immer mehr Narzissten? Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube aber, dass die 70er Jahre beispielsweise, also vor 50 Jahren, eher eine Zeit waren, die von mehr Sozialkompetenz und mehr auch von einem Gruppendenken geprägt war. Man war sich damals bewusst, dass die Ziele, die man hat, eigentlich nur gemeinsam erreicht werden können. Und es war eine Zeit von großem Austausch und eher auch einer gewissen Solidarität. Wir haben seit den 90er Jahren eigentlich ein Zeitalter des Narzissmus. Und man sieht es daran, dass das Gefühl, ich alleine oder dass die Frage vielmehr gestellt wurde, was bringt mir das? Und inwiefern, was sind meine eigenen Ziele, ohne dass man immer berücksichtigte, was das für andere zu bedeuten hat. Wir haben also einen Rückgang von Sozialkompetenz und mehr eine Zunahme eigentlich eines relativ egoistischen Gedankengutes. Und insofern leben wir tatsächlich in einem Zeitalter des Narzissmus und wir leben auch in einem Zeitalter, wo wir sehen, dass gesellschaftlich der Wunsch vermittelt wird, auch einer gewissen Perfektion. Wir leben in einem Zeitalter des Perfektionismus und auch der Tatsache, dass wir keine gute Fehlerkultur haben. Und dieses alles im Grunde gehört zusammen und führt dazu, dass fast alle Menschen ein Problem haben der Prokrastination. Ich liebe dieses Wort, es klingt so wunderbar und ist doch so furchtbar, weil es ist die Aufschieberitis. Und das hängt mit dieser Gesamtstimmung im Grunde zusammen, dass wir auf der einen Seite nicht genügend Vitalität haben, nicht genügend Kraft haben und auf der anderen Seite eigentlich auch gar keine gute Einstellung dazu haben, wie man eigentlich große und langfristige Projekte verwirklicht. Im Interview mit Herrn Dr. Pichler, er hat gesagt, dass die 80er Jahre das goldene Jahrzehnt war, sage ich jetzt einfach mal, für Narzissten. Ich glaube, ich weiß aber auch, was er meint, dass so gesehen damals diese Übermännlichkeit sehr geschätzt wurde auch. Und ich stelle mir einfach direkt vor, in den 80er Jahren ein koksender Businessman, der halt super übermännlich war. Und dass sich das jetzt ändert, also das heißt, ich weiß, was er meint, ist aber so gesehen auch kein, ich habe da so gesehen nie wirklich einen Zeitverlauf den angeschaut, was jetzt Narzissmus angeht. Das heißt, das ist für mich auch allgemein interessant, weil ich das zuvor nie wirklich betrachtet habe, dass das in unterschiedlichen Zeiten vielleicht für Narzissten eine bessere Zeit gewesen hätte sein können. Aber allgemein. Ja, wir müssen natürlich bei den Themen immer sehr unterscheiden. Es ist natürlich so, dass in den 60er, 70er Jahren es für Männer in einer gewissen Weise damals noch etwas leichter war. Ich kann mich entsinnen, dass in den 70er Jahren natürlich bestimmte männliche Eigenschaften bereits zu Recht in Frage gestellt worden sind, aber das massive Infragestellen dessen, was die klassischen männlichen Eigenschaften anbetrifft, im Grunde von Stärke, von Durchsetzungsvermögen, von Aggression und so weiter,
Das passierte eigentlich erst in den 90er Jahren. Und insofern erleben wir natürlich gerade bei Männern eine starke Verunsicherung in der männlichen Identität, so dass viele Männer sich tatsächlich die Frage stellen, wer sollen wir eigentlich sein? Also was ist gesellschaftlich eigentlich angesagt? Was ist im Grunde erlaubt? Und wir erleben bei vielen Männern eine tiefgehende, sagen wir, Verunsicherung, weil die Frauen in den letzten Jahrzehnten selbstbewusster geworden sind, stärker, mächtiger. Und zum Teil gibt es hier bei Männern eine Verunsicherung, dass sie im Grunde manchmal gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich das, was ein erwünschtes Verhalten ist. So. Und insofern ist die Tatsache, sagen wir mal, oder das Leben für Männer in den letzten Jahrzehnten mitunter zu Recht schwieriger geworden. Ich glaube, dass das tatsächlich auch viel Narzissmus auslöst, dass man einfach zutiefst verunsichert ist und dass auch oft dann diese meine persönliche Meinung, es gibt in der heutigen Generation eine sehr falsche Verbindung zum Begriff Männlichkeit. Das heißt, dass so gesehen Männlichkeit, männlich zu sein, böse, und dann sagt man, nein, ich will männlich sein, und dann ist man einfach nur zerstörerisch männlich. Und das merke ich einfach nur, dass zum Beispiel auch bei Narzissmus oder bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung die Männlichkeit eine sehr große Rolle spielt, aber sie sich sehr unmännlich fühlen, das aber durch bestimmte Sachen kompensiert wird. Das heißt, immer mal wieder aggressiv sein, immer mal wieder unglaublich rumschreien. Meiner Meinung nach, Männlichkeit und Weiblichkeit hat viel damit zu tun, auch sich selbst zu finden. Wer ist man? Was will man? Welche Leidenschaften hat man? Was sind die Ziele von einem, daran zu arbeiten und die umzusetzen und für die Menschen da zu sein, die einem wichtig sind? Und was aber bei Narzissmus oftmals benutzt wird, die Menschen, die einem wichtig sind oder im nahen Umfeld, da lässt man dann die Männlichkeit raus. Das ist für mich, ist das nicht männlich zu sein. Dass das wirklich viel mehr damit zu tun hat, eine innere Stärke zu finden, immer weiterzumachen und für die Menschen da zu sein im nahen Umfeld und nicht diese, das ist für mich Schwäche. Man kann da so gesehen rumschreien, aber warum? Ich finde das schwach. Und nicht. Also ich gebe Ihnen immer in einem Punkt völlig recht, nämlich wir beobachten, dass das wirkliche Selbstbewusstsein zu einer inneren Stärke führt, die zu einer inneren Ausgeglichenheit führt, auch dazu, dass man etwas sehr Soziales hat und dass man eigentlich im Leben relativ bescheiden sein kann. Der Narzissmus ist ja deshalb anstrengend, weil der Betreffende immer wieder Bestätigung braucht. Und in dem Augenblick, wo ich das erreiche, was ich eigentlich haben will und mit mir innerlich zufrieden bin und im Grunde einig bin, kriegen Menschen etwas sehr Umgängliches, etwas sehr Ruhiges, und der Kontakt mit ihnen ist ausgesprochen angenehm. Mit Narzissten? Nein, wenn jemand ein wirkliches Selbstwertgefühl hat, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand im Leben das erreicht, was er immer wollte, dann werde ich die Erfahrung machen, dass solche Menschen ausgesprochen umgänglich sind. Und gar nicht, die müssen nicht viel reden, sie müssen sich nicht ständig bestätigen, sondern das Zusammensein mit solchen Menschen ist ausgesprochen ausgewogen. Ja. Ja, ich sage immer, glückliche Menschen sind gute Menschen, sind gute Partner, kann man sagen, gute Freunde. Und da fehlt auch, da ist nicht, genau wie Sie sagen, dieser Drang nicht da. Und ich würde auch sagen, was am ersten Moment vielleicht nicht so, da muss man so ein bisschen drüber nachdenken, damit es irgendwie Sinn macht, aber dass Narzissten auch egoistischer sein sollten, tiefgründig egoistisch, denn sie versuchen immer oberflächlich gut anzukommen, oberflächlich allen Menschen alles recht zu machen, damit sie bewundert werden. Sie stellen sich aber nie wirklich die Frage, was will ich im Leben, und finden nie ihre wahre Identität, ihre wahren Leidenschaften. Und wenn sie einmal einen Schritt zurück machen würden und sagen, okay, und nicht, wie kann ich jetzt gut rüberkommen, nicht, was empfinden andere als besonders, sondern was empfinde ich persönlich als besonders, dann würden sie weniger narzisstisch eigentlich sein. Aber wenn man einmal sehr narzisstisch ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da jemals wirklich wieder rauskommen wird. Und wenn man merkt,
Beziehungsweise es gibt ja zwei große unterschiedliche Arten von Narzissmus, nenne ich das einfach mal. Grandios, verdeckt beziehungsweise freundlich. Was sind da die großen Unterschiede? Zwei Dinge dazu. Das eine ist, das große Problem ist, dass Menschen, die einen klassischen Narzissmus haben, die also nach außen hin groß auftreten wollen und immer das Gefühl haben von Unsicherheit, haben es schwer, damit im Leben umzugehen, weil sie nicht in der Lage sind, sich wirklich Hilfe zu holen. Das sind doch Menschen, die sich nicht anderen, also im Freundeskreis, anvertrauen würden. Die würden im Normalfall auch nicht Therapie machen. Sie landen bei mir in der Therapiepraxis, wenn sie zum Beispiel einen Zusammenbruch haben, eine Burnout-Problematik oder aber eine schwere Erkrankung oder einen Zusammenbruch, weil die Ehefrau sich plötzlich trennt. Ja? Also es gibt Situationen, wo dann auch Narzissten zu mir in die Therapie kommen, aber das ist eher eine Ausnahme. Aber eigentlich wäre es ein Glücksfall, dass auch solche Menschen, sagen wir mal, Therapie machen, weil sie sehr davon profitieren würden. So. Und jetzt müssen wir aber zwei unterschiedliche Arten des Narzissmus unterscheiden. Es gibt zum einen den klassischen Narzissten, den man von Weitem sieht. Also wo man bei Männern in Liebesbeziehungen oder beim Chef deutlich im Grunde sehen kann, das ist jemand, der hat ein erhöhtes Geltungsstreben im Grunde, der hört sich gerne reden. Das ist jemand, der freut sich außerordentlich darauf, der lebt richtig auf im Grunde, wenn man ihm, wie man so sagt, Honig um den Bart schmiert. Das ist der klassische Narzissmus. Viel schwieriger ist häufig im Leben der sogenannte freundliche Narzissmus, weil das kann der Nachbar sein von nebenan. Das sind Menschen, die sehr häufig von sich behaupten würden, die sind sozial, die manchmal nicht allzu viel erreicht haben, die sogar eine gewisse Bescheidenheit haben. Und dann kommt jemand plötzlich, der sie in den Schatten stellt, der also erheblich erfolgreicher ist, der ehrgeiziger ist, der mehr aus seinem Leben macht, der auf die Pauke haut, ja. Und plötzlich im Grunde sieht man, dass die Leute, die bisher sowas Bescheidenes haben, regelrecht im Grunde zickig werden, unruhig werden und versuchen, denen ein Bein zu stellen und machen das nicht in irgendeiner sozialen Weise, sondern sie wenden alle Tricks gewissermaßen an, den Betreffenden zu verunglimpfen. Und das erleben wir sehr häufig bei der Arbeit, das erleben wir auch in Partnerschaften. Und deshalb ist es gut, dass man sich mit Menschen umgibt, die etwas wagen, die etwas Mutiges haben, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben, weil auch die Schüchternen, die Bescheidenen, die im Leben sich vieles im Grunde nicht zutrauen, haben im Versteck auch irgendwelche Größengefühle und haben eine gewisse Rivalitätsproblematik. Und wenn sie dann mit jemandem zusammen sind, der erkennbar im Grunde besser ist als sie, dann können die richtig unangenehm werden. Ja, Dr. Krüger, glauben Sie, dass Narzissten leiden oder nicht leiden? Die leiden natürlich unter der Unsicherheit ihres Lebens. Ich habe mit unendlich vielen Menschen gesprochen, die sehr berühmt sind. Also Bestseller-Autoren, Leuten, die auf der Bühne stehen, Schauspielern und die natürlich den Applaus und den Erfolg genießen. Die aber dann erzählen und natürlich sagen, wenn sie dann im Hotelzimmer sind und der Applaus ist schon eine Weile her, dass sie dann merken, wie ihr Selbstwertgefühl richtig runtergeht, wie sie darunter leiden, dass sie eigentlich zu sich selber keine wirkliche Beziehung haben. Und insofern ist der Leidensdruck von Narzissten eigentlich groß und das Medikament, was sie dagegen haben, also die Antwort, die sie haben, ist, dass sie eigentlich jeden Tag, jede Stunde in irgendeiner Form Beachtung brauchen, dass sie die Droge Bewunderung brauchen. Und das führt dazu, dass sie dann wieder richtig das Gefühl haben einer intensiven Lebensqualität. Was passiert oder was würde passieren, wenn sie diese nicht bekommen, die Bewunderung? Naja, man landet dann innerlich in einem Gefühl von Verzweiflung und in einem stärkeren Maße, wenn das gar nicht mehr da ist, also wenn aus irgendwelchen Gründen durch eine Erkrankung oder
wenn ich quasi bestimmte Leistungen nicht mehr bringen kann, ich habe keinen Erfolg, dann werde ich erleben, dass man eigentlich in einer Depression landet oder in Angstzuständen landet. Ja? Also ich kenne Männer, die ein großes Ego hatten und dann durch eine Krankheit nicht mehr arbeiten konnten und die Ehefrau hat plötzlich erheblich mehr verdient als sie. Und dann wird jemand plötzlich sehr, sehr kleinlaut, hat Selbstzweifel und das ist dann eine ausgeprägte Depression. Ich habe mal die These gehört, dass genauso wie bei Psychopathen Narzissmus nicht ein Abfallprodukt der Evolution ist, sondern ein Produkt der Evolution. Das heißt, dass die Menschheit überhaupt überleben konnte damit. Ich persönlich, seitdem bin ich ein bisschen ins Denken gekommen. Davor hätte ich das nie gedacht oder gesagt. Was denken Sie dazu? Würde es Sinn machen, dass Narzissmus ein direktes Produkt der Evolution ist und irgendwie langfristig zum Überleben der Menschheit beigetragen hat oder irgendetwas zum Überleben der Menschheit beizutragen hat? Wir sind ja in der Menschheit darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die Fantasien haben, die Vorstellung haben davon, wo das Leben hingehen könnte, die manchmal sogar waghalsige Fantasien haben. Darauf ist die Menschheit angewiesen. Aber wir brauchen ja eine Mischung von zwei unterschiedlichen Eigenschaften. Wir müssen manchmal regelrecht waghalsige Fantasien haben, auch Größenfantasien haben. Und gleichzeitig brauchen wir die Einstellung eines Brauereipferdes. Damit meine ich, dass alle großen Dinge im Leben, die Realisierung aller großen Dinge, setzt voraus, dass ich in der Lage bin, kleine Schritte zu tun und dieses über Jahre und Jahrzehnte. Wenn wir uns das Leben sehr berühmter und sehr erfolgreicher Menschen ansehen, dann sehen wir, dass sie meist eine sehr große Selbstdisziplin hatten, früh aufgestanden sind und dann in der Lage waren, über Jahrzehnte hinweg jeden Tag immer wieder ein klein wenig ihrem Ziel nahe zu kommen. Das Problem des Narzissten, des Klassischen, ist, dass er schon in der Schule erlebt hat, dass er genial ist, und dass er in einer kurzen Zeit viel erreichen will. Und damit scheitern sie im Leben. Das heißt, was wir im Leben brauchen, sind im Grunde Menschen, die große Fantasien haben, die aber dann die Geduld haben, die Ausdauer haben, das Durchhaltevermögen haben, wirklich diesen Karren zu ziehen und über alle Schwierigkeiten hinweg ihre Ziele langfristig zu realisieren. Und das ist etwas, was die Menschheit weiterbringt. Wo glauben Sie, kommt Narzissmus her, beziehungsweise also aus welchen, in der Psyche, warum gibt es das überhaupt? Welche Sachen müssen zusammenkommen? Das heißt einfach nur so im Beispiel in der Physik, der Raum ist auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt, das heißt, es können Elektronen erzeugt werden, Atomkerne, Protonen, Neutronen und dann binden die sich und dann gibt es ein Atom, weil der Raum an sich auf eine bestimmte Art und Weise gemacht ist. Das heißt, in der Psyche, die Psyche ist auf eine bestimmte Art und Weise gemacht und hat bestimmte Grundbausteine. Was passiert, dass es dann zum Narzissmus kommt? Das heißt, kann man sagen, ein Mensch versucht immer seine Eltern stolz zu machen, weil wenn das passiert, das bedeutet, man übernimmt bestimmte Werte, Charaktereigenschaften, die die Eltern auch hatten und mit diesen Werten haben die Eltern in der Natur überlebt. Das heißt, man möchte, das ist dann ein Überlebenswunsch und man bekommt Todesangst, so gesehen, tiefenpsychologisch, wenn man seine Eltern nicht stolz macht. Und weil man seine Eltern niemals stolz machen kann, wird man immer das Streben dann haben, danach, das dann auch wirklich zu erfüllen, zusammen mit dem Druck immer mehr zu geben, mit der Hoffnung, dass man das erreichen kann. Eine Sache, die ich mir dann, wo ich mir die Frage stelle bei Narzissmus, ich finde es wirklich beeindruckend schon fast, dass sie in ihrer zerstörerischen Energie eine unglaubliche Resilienz schon fast haben. Sie machen immer weiter, manchmal natürlich nicht, aber allgemein haben Narzissten wirklich ein unglaubliches Durchhaltevermögen in ihrem zerstörerischen Verhalten. Wo glauben Sie, kommt das her? Zunächst mal bei der Frage, wo kommt das generell her, der Narzissmus?
Ich hatte einen Professor früher gehabt, der gesagt hat, ein Regenwurm ist ein Regenwurm. Das heißt, wir haben bei den einfacheren Säugetieren das Phänomen, dass die Spielräume dessen, was sie sein können, relativ klein sind. Der Mensch ist das Lebewesen, was sich immer wieder neu erfinden muss. Wir müssen uns quasi ausdenken, in welcher Welt wollen wir leben, wie wollen wir die Welt gestalten, im Sozialen, welche Normen wollen wir haben, welche Lebensziele wollen wir haben. Und insofern sind wir das Lebewesen, was immer wieder neu Fantasien hat und das sich das Leben kreativ im Grunde schafft. Und da liegt natürlich immer die Problematik dahinter, dass wir auf der einen Seite uns selber eine gewisse Bedeutung verleihen, uns das quasi ausdenken. Und das muss unterfüttert werden. Das muss unterfüttert werden, bestätigt werden durch das, wie wir sozial leben, also durch eine soziale Absicherung, Freundschaften, Gruppenbeziehung, Partnerschaft, Liebe, Familie gründen. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass wir in irgendeiner Form auch in der Lage sind, dann die Ziele, die wir haben, dass wir die auch realisieren. Dass man sagen kann, wir haben Resilienz, wir haben Arbeitsfähigkeit, wir haben Durchhaltevermögen, so. Dann geht die Rechnung im Grunde auf. In dem Augenblick, der klassische Narzissmus entsteht, wenn das auseinanderreißt. Also wenn ich auf der einen Seite gewisse Größenfantasien habe und Ziele habe und Werte habe, die ich meine, realisieren zu müssen, und auf der anderen Seite nicht in der Lage bin, dieses so zu erfüllen, wie ich mir das quasi innerlich ausgedacht habe oder wie die Familie mir das übertragen hat, dann beginnt der Leidensweg. Könnte man sagen, dass in der Geschichte der Menschheit manchmal wirklich damit herumexperimentiert wurde, welche Genetik mit einem gewissen Umfeld in der Kindheit umgehen kann. Das heißt, welche Menschen können von der Genetik her einfach sind belastbarer, werden dadurch vielleicht narzisstisch, aber gerade so genug, dass sie tatsächlich viel erreichen können und den Stamm weiterbringen können oder das Königreich erweitern können. Und die, die das nicht schaffen, von der Genetik her einfach nicht auf Narzissmus so gesehen ein Overload bekommen, dass die dann so gesehen weg sind, so wie in Sparta. Wenn ein Kind zu klein war, dann wurde es einfach weggeworfen. Dass das für die Menschheitsgeschichte so gesehen eine ganz wichtige Charaktereigenschaft war, aber dadurch auch automatisch ausgefiltert wurde und das so als Schwäche angesehen wurde, wenn man eine harte Kindheit, sage ich mal, eine herausfordernde Kindheit nicht überleben konnte. Wissen Sie, was ich meine? Es gibt ja viele Untersuchungen darüber, welche Kindheitsbedingungen sind wichtig und welche Kinder haben später ein erfolgreiches Leben. Und da hat man festgestellt, das Entscheidende ist, ob Kinder, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn sie älter werden, vor allem ein Durchhaltevermögen haben, dass sie in der Lage sind, Schwierigkeiten zu überwinden. Und dann haben wir im Grunde Menschen, die im Leben relativ auf Dauer im Grunde erfolgreich sind. Und immer dann, wenn dieses Durchhaltevermögen nicht besteht, also wenn ich quasi die Aufgaben, die ich eigentlich vor mir habe, nicht bewältigen kann, dann scheitern Lebensentwürfe. Heißt das, dass das eigentlich so gesehen vorgegeben ist von der Genetik, ob man auch wirklich erfolgreich wird in dem, was man sich vornimmt oder nicht, weil für die Genetik kann man ja so gesehen nichts. Ob man jetzt dieses Durchhaltevermögen von der Biologie, von Gott, wie auch immer man möchte, nun mal hat oder nicht? Ich sage es immer so, ich habe, wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugendzeit, da haben wir alle in der Schule mehr oder minder gesponnen, was wir alles im Leben wollen und wollten den Himmel auf die Erde runterholen. Also wir haben alle Größenfantasien gehabt und wollten vieles erreichen. Und das Gleiche war auch im Studium. Ich war mit vielen Kommilitonen befreundet, wo wir uns alle darüber im Klaren waren, dass wir Bücher schreiben wollen, dass wir der Welt etwas geben wollen, dass wir etwas verkünden wollen, dass wir einen Auftrag haben. Das war bei allem doch relativ stark. Und das Interessante ist, je älter wir wurden, desto kleiner wurden diese Entwürfe, weil die meisten von uns
verstrickt waren darin, dass man eine schwierige Beziehung hatte, dass man ein Haus gebaut hat, man war im Grunde voll beschäftigt. Und die Lebensentwürfe, die wurden im Grunde immer kleiner. Und insofern sieht man, wie wichtig das ist, dass man doch an den ursprünglichen Zielen, wo wir Herzklopfen hatten, wo wir irgendwann mal einen großen Wunsch verspürten, dass man das im Grunde aufrechterhält, weil darin steckt eigentlich der Kern unserer eigenen Identität. Absolut. Und das ist auch ein Punkt, wo ich wirklich sagen kann, dass da kann man einfach nur dankbar sein, wenn man eine gewisse Identität hat. So ist man einfach. Und das Problem ist ja, zum Beispiel Narzissten, man könnte argumentieren, von der Genetik her können sie einfach mit bestimmten Sachen nicht umgehen und sie können so gesehen, ganz philosophisch betrachtet, können sie nichts dafür, dass sie so sind. Das Problem ist ja, wir treffen manchmal Narzissten, die uns durchaus ansprechen, weil sie den Mut haben, irgendetwas auszudrücken. Also etwas Besonderes zu sein, Mittelpunkt zu sein, auf der Bühne zu stehen. Und wir spüren dann, oder diese Narzissten mahnen uns oder erinnern uns daran, dass auch wir selber, wir gewöhnlichen Menschen, aus unserem Leben mehr machen sollten, dass wir mehr Fähigkeiten haben sollten, in die Öffentlichkeit zu gehen, Mut zu haben. Und sie erinnern uns daran, dass wir Lebensziele haben, die wir längst ein bisschen zu sehr in die Ecke gesteckt haben. Und insofern sollten uns die Narzissten, die uns umgeben, anregen dazu, dass wir das eigene Leben etwas mutiger gestalten. Ich habe mal einen Satz gehört, es gibt nur Inspiration oder ist das ein deutsches Wort, Desperation? ist da was dran? Und dass es meistens tatsächlich Desperation ist, wie heißt das auf Deutsch? Dass es Verzweiflung ist. Entweder man ist inspiriert oder man ist verzweifelt und nur dann wird man wirklich großartig Veränderungen suchen in seinem Leben. Ist da etwas dran oder ist das einfach überdramatisch? Naja, es gibt diese beiden Zustände, nicht? Und das Problem ist aber, dass wir alle im Leben Herausforderungen haben, dass wir enttäuscht werden. Das ganze Leben ist ja doch eine ganz, ganz schwierige Wackelpartie. Und insofern liegt es sehr nahe, dass man im Leben sehr leicht, gerade was große Ziele anbetrifft, irgendwann resigniert und dass die Ziele dann immer kleiner werden. Und deshalb ist das Durchhaltevermögen so wichtig, dass wir lernen, auch bei den großen Zielen, wie lange das andauern kann und andauern wird, dass wir sie realisieren. Das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Und deshalb ist das Durchhaltevermögen so wichtig, dass wir quasi immer wieder auch diese großen Herzenswünsche, die wir in der Jugend hatten, aufrechterhalten. Glauben Sie, dass Napoleon, wenn er ein anderes Leben gehabt hätte, das heißt eine andere Kindheit gehabt hätte, wäre er trotzdem unglaublich erfolgreich gewesen, also erfolgreich in Anführungszeichen, vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber ist die Genetik so besonders oder war es das perfekte Zusammenspiel zwischen Genetik und Kindheit? Das kann man schwer beantworten. Es ist ja so, dass die Geschichte und die Umwelt uns ganz bestimmte Modelle zur Verfügung stellt, wie man im Leben berühmt und etwas Außergewöhnliches sein kann. Und das war natürlich in den vergangenen Jahrzehnten immer so, dass sie ein Schlachtenlenker sein konnten, jemand, der im Grunde militärisch große Erfolge errungen hat. Andere Menschen, die ruhiger wurden, die wurden vielleicht berühmte Philosophen, andere wurden Künstler, Maler, aber es gibt eine begrenzte Anzahl von Modellen, von Persönlichkeitsmodellen, die wir im Grunde sehen, um im Leben eine überdurchschnittlich erfolgreiche Persönlichkeit zu sein. Und diese Modelle sind begrenzt. Und insofern gibt es immer den Zusammenhang einerseits der eigenen Kindheit, aber auch der Modelle, die uns in einer bestimmten Zeit zur Verfügung gestellt werden. Was wäre ein Beispiel eines solchen Modells? Na, dass es Modelle gibt im Grunde, wo sie als Vorbild haben, dass man Erfinder sein kann zum Beispiel, nicht? Dass man etwas ganz Besonderes erfindet. Aber wenn Sie gucken in die Geschichte, dann waren die großen Persönlichkeiten, die wir als groß bezeichnen, sehr, sehr häufig Menschen aus dem Militär, nicht nur aus der Politik, sondern es waren Menschen, die Schlachten geschlagen haben
und wo in irgendeiner Form da auch das Leben von Napoleon dann dazu gehört. Ja. Glauben Sie, dass Moral oder wo glauben Sie, wir können gerne, wenn Sie sagen, das geht zu weit raus, ich werde das auch zurechtschneiden, können Sie gerne sagen, nee, die Frage nicht. Ich werde es einfach mal probieren. Wo glauben Sie, kommt Moral her? Denn das in der Renaissance kam ja diese Vorstellung von Freiheit, Gleichheit, Moral irgendwo her. Davor war Krieg, Tod, Sterben, Umbringen schon fast normal. Also jetzt nicht alltäglich, aber man hat es halt gemacht. Und dieses egoistische Denken war viel stärker vertreten. Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Wo kam das auf einmal her? Ich kann Ihnen das so umfassend nicht sagen. Ja, ich glaube, dass das Thema Moral in der Gesellschaft immer eine Rolle gespielt hat, sonst hätte es keine Religion gegeben. Die Religion war ja über Jahrzehnte hinweg immer die Stätte auch der Moral und dessen, was ein gutes Leben ist. Und ich glaube grundsätzlich, dass in unserem Leben von uns allen die Moral immer eine Rolle spielt und dass wir gelegentlich überlegen sollten, wie wird mein Leben sein, wenn ich die letzten Stunden meines Lebens verlebe und werde ich damit zufrieden sein? Wir sind Gemeinschaftsmenschen und wir sind in irgendeiner Form meines Erachtens nur glücklich, wenn wir letztendlich auch ein moralisches Leben führen. Das liegt in der Gestalt unseres Lebens, liegt die Frage, wie wirkt mein Leben insgesamt, Gesamtheit, liegt das im Grunde nahe. Und insofern muss ich meines Erachtens moralisch leben, um letztlich wirklich glücklich zu sein. Ich muss in Übereinstimmung mit der Menschheit leben, um ein Leben zu haben mit einer tieferen inneren Ruhe. Glauben Sie, dass Moral zeitunabhängig und universell ist oder in unterschiedlichen Bereichen auf der Welt, in unterschiedlichen Zeiten in der Menschheitsgeschichte anders war? Das kann ich Ihnen, das ist mir nicht sagen, ich bin ja als Therapeut mehr ein Praktiker, aber ich sehe, dass die Menschen im Leben am glücklichsten sind, die in irgendeiner Form die Belange der anderen und auch der Frage, wie wird die Welt in 50 Jahren sein oder 100 Jahren sein, die das im Grunde berücksichtigen. Aber einer, der nur danach lebt, dass er selber glücklich ist und dem im Grunde das Leben anderer und der Menschheit egal ist, wird meines Erachtens nie ein glücklicher Mensch sein. Ein Ausnahmefall wäre natürlich ein Psychopath, weil ihm ist es ja per se einfach egal. Der ist ja nicht glücklich. Psychopathen sind innerlich unendlich einsam. Sie haben keine innere Verbindung zu anderen. Sie haben kein inneres Glück, sondern sie handeln eigentlich so, dass es nur um sie geht. Und wir brauchen im Leben, um glücklich zu sein, die innere Verbindung, die vielen tausend kleinen Fäden mit anderen Menschen, wo ich glücklich bin, weil ich weiß, dass mein Leben auch anderen gut tut. Und ein Psychopath ist innerlich ein völlig einsamer, ein völlig verzweifelter Mensch. Und das Lebensglück ist relativ gering. Und das ist eben auch das Problem beim Narzissten. Der Narzisst ist weder glücklich, er ist innerlich ständig umtriebig, er ist völlig unruhig, weil er keine Heimat hat in sich, weil er kein tieferes Glück hat. Und deshalb braucht er von außen immer im Grunde die hilfsweise Bestätigung. Das sind im Grunde wie Krücken, die er braucht, um wieder innerlich leben zu können. Aber er hat kein inneres eigenes Glück. Könnte man sagen, dass es wichtig ist, dass man überhaupt lieben kann, sei es romantisch, sei es brüderlich, sei es freundschaftlich, dass dieser Aspekt der Liebe maßgeblich zum Glück beiträgt? Es gibt zwei Faktoren, die sicherlich wichtig sind für unser Lebensglück. Das eine ist die eigene Selbstachtung, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich eine freundschaftliche, gute Beziehung zu mir selber habe. Und das intensivste, die intensivste Form des Glücks ist aber natürlich, sagen wir mal, die Liebesbeziehung. Vor allem, das merke ich vor allem dann, wenn ich verliebt bin, wo man anfängt zu schweben, weil man endlich jemanden gefunden hat, der meine Bedeutung im Leben erkennt, der alles von mir wissen will und mir ständig im Grunde sagt, was für ein Glück das war, mich kennengelernt zu haben. Also insofern gibt es zwei große Felder für eine gute Selbstachtung. Das eine ist die Liebe und das andere ist natürlich die Tatsache, dass ich selber weiß, wer ich bin.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man leicht soziopathisch ist, leicht narzisstisch ist, dass man durchaus, dass die besten Gegebenheiten sind, überhaupt wirklich glücklich zu sein. Denn man steht zu sich selbst, man weiß, wer man ist, man lässt sich nicht zu sehr von den Emotionen anderer Menschen ablenken, aber gleichzeitig kann man Liebe empfinden. Gleichzeitig kann man sagen, ich tue etwas für andere Menschen. Und dass man überhaupt an dem Punkt ist, durchzukämpfen, weiterzumachen, zu seinem Ziel zu stehen, damit man am Ende sagen kann, jetzt kann ich anderen Menschen helfen. Dr. Krüger, von meiner Seite aus, zum Thema Narzissmus würde ich eine letzte Frage noch stellen. Und zwar, ich habe erkannt, mein Partner ist Narzisst. Wie komme ich da raus und kann diese emotionale Abhängigkeit lösen? Die Frage ist ja, woran merke ich, dass mein Partner ein Narzisst ist? Ja? Ich merke es, wenn ich als Frau mit einem sehr starken Narzissten zusammen bin, der zum Beispiel immer fremdflirtet oder der fremdgeht, der also regelrecht auf die Anerkennung anderer, vor allem Frauen, angewiesen ist, um sein Ego zu stärken. Und das kann mich natürlich im Laufe der Zeit, vor allem wenn es sich um vollendete Seitensprünge handelt, ausgesprochen stören. Oder ich merke es, wenn ich selber Erfolg habe und ich bin mit einem Partner zusammen, der mir ständig diesen Erfolg madig macht und immer auf die Dinge im Grunde guckt, die möglicherweise schiefgehen. Ja, da merke ich das im Grunde relativ konkret. Da muss ich dann überlegen, wie gehe ich quasi dann damit um? Wenn es sich um leichte Formen handelt, geht es, dass ich darüber rede. Wenn es eine leichte Form von Narzissmus ist, geht es manchmal auch, dass ich den Partner besänftige, indem ich ihm so viel Anerkennung gebe, dass er im Grunde schwebt und dann ist er einigermaßen umgänglich. Wenn es sich aber um einen sehr ausgeprägten Narzissmus handelt, dann kann ich im Grunde tun, was ich will und komme an die Seelenmechanik dessen, was bei ihm da läuft, komme ich meines Erachtens überhaupt nicht ran. Und dann ist in den meisten Fällen wird es so sein, dass man sich von dem Betreffenden trennt, weil man merkt, dass derjenige gar nicht in der Lage ist, neben sich noch andere Götter zu haben. Also er ist nicht in der Lage, quasi ein Hochkommen zu lassen. Und wenn man dann etwas selbstbewusster wird im Laufe der Zeit, dann wird man sich trennen, weil man merkt, dass eine gleichberechtigte Beziehung nicht geht. Wie kann ich vorgehen, dieses Trauma-Bonding zu lösen, diese emotionale Abhängigkeit zu lösen? Ich weiß, es tut mir nicht gut, aber irgendwie vermisse ich die Person trotzdem, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Es ist ja ein Problem, wenn ich eine Partnerschaft beginne und ich selber bin möglicherweise eher etwas schüchtern. Und dann bin ich mit einem Narzissten zusammen, der kann am Anfang der Partnerschaft etwas ungeheuer Beeindruckendes haben. Der kann von sich tolle Geschichten erzählen. Der ist auch in der Lage, der hat eine Antenne, dass er genau im richtigen Moment das Richtige im Grunde sagt. Der ist in seiner Art, wie er kommt, regelrecht beeindruckend. Eine Frau hat mir einmal erzählt, dass sie in einer kleinen Bar war und dann kam ein Mann strahlend, mit einem strahlenden Gesicht im Grunde auf sie zu, wie in einem Western, wie jemand, der ein Eroberer ist, hat sie im Grunde angestrahlt und hat ihr nur gesagt im Grunde, hallo du. Und sie war von so viel Kraft, von so viel Verwegenheit, von so viel Männlichkeit, sie war davon ausgesprochen angetan. Und das hat die ersten Monate angehalten, weil dieser Mann im Grunde eine Selbstsicherheit ausstrahlte, auch in dem, was er tat, also auch wenn er küsste im Bett, wie er sprach, was sie zusammen unternommen haben, das hat ihr unendlich gefallen. Die Schwierigkeit war nur, als diese Beziehung dann sicherer wurde, also nach mehreren Monaten und die Verliebtheit ging im Grunde zurück, da hat sie gemerkt, dass der nicht in der Lage war, sie ernst zu nehmen, sie mal hochkommen zu lassen, ja. Und insofern kann es sein, dass wir am Anfang durchaus eine solche, die Fähigkeiten des Narzissmus, des Narzissten begrüßen, dass wir das sogar in irgendeiner Weise toll finden. Und die eigentliche Aufgabe, die wir dann haben, wäre, dass wir die eigene Selbstachtung entwickeln müssen. Wir müssen im Grunde gucken, so selbstbewusst zu sein, dass wir nicht auf die scheinbare Selbstachtung des Narzissten angewiesen sind, um unser Leben irgendwo aufregend und interessant zu gestalten. Und wenn ich dann wirklich Selbstachtung habe,
dann bin ich auch in der Lage, mir einen Partner zu wählen, der möglicherweise etwas ruhiger ist, nach dem Motto im Grunde, ich suche mir einen Partner, der etwas Zufriedenes hat, etwas Soziales hat, aufregend bin ich selber. Ja, ja, sehr gut. Allerletzte Frage, Dr. Krüger meinerseits. Sie haben gesagt, Menschen, die erfolgreich sind in dem, was sie machen, teilen allgemein die Charaktereigenschaft oder die Gewohnheit, früh aufzustehen. Wie schaffe ich es mit der Zeit, früh aufzustehen? Das ist eine Sache, wo ich am Arbeiten bin. Ich würde aber schon gerne 1-2 Stunden früher aufstehen. Wie mache ich das? Indem man sich überwindet. Ich kann Ihnen eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe einen guten Freund, der immer jemand war, der bis in die Nacht hinein gearbeitet hat. Also er ist spät aufgestanden und dann hat er natürlich dann um Mitternacht das Gefühl gehabt, ich habe noch nichts getan. Und dann hat er gerne, wenn alle schliefen, im Grunde, wenn alles ruhig war, gearbeitet und ging dann erst um 2 oder 3 Uhr schlafen. Und Sie können sich vorstellen, der ist natürlich dann frühestens um 10 Uhr aufgestanden. Ja, also das gesamte Leben war verschoben. So, der ging dann eine Partnerschaft ein. Und in dieser Partnerschaft gab es eine Tochter, und diese Tochter hat morgens immer das Bad blockiert. Also spätestens so zwischen 7 und 8 und 9 hat sie dann lange geduscht und sich die Haare gemacht und so weiter. Ja. Und zu der Zeit hatte er einen Job gehabt in einem Büro und musste dann regelmäßig dort sein. Und die einzige Chance, mal das Badezimmer zu haben, war, dass er spätestens 5:45 aufgestanden ist, um dann auch das Frühstück zuzubereiten und so weiter. Das hat er 10 Jahre lang gemacht und dann ist die Tochter ausgezogen und dann hat er das so verinnerlicht, dass er das weitergeführt hat. Und dieser Freund sagte mir dann, die Tatsache, wann wir aufstehen, ist nicht eine Frage der Biologie, sondern das ist natürlich etwas, was manchmal durch gewisse Gewohnheiten entstanden ist, aber wir können das einfach nur ändern, wenn wir das wollen, wenn wir das überwinden. Es gehört also etwas Willensstärke dazu. Und er sagte, wenn man das 1 Jahr lang macht, 1 Jahr lang sich wirklich aus dem Bett haut und das wirklich will, dann wird das zu einer inneren Gewohnheit, wo die Biologie sich dann innerlicher umstellt. Und dann haben sie das Spiel gewonnen. Und ich kann Ihnen sagen, ich selber war früher ein Spätaufsteher. Und war auch jemand, der gerne, und inzwischen ist es so, dass wir einen Garten haben mit einem ganz, ganz kleinen Sommerhaus drauf. Und im Sommer, ich werde immer schon um 5:30 Uhr wach und finde es großartig, dass man den Tag so beginnt, manchmal dann Fahrradtouren macht, weil man das Gefühl hat, das Leben gehört mir. Also ich sehe dann immer die Leute manchmal gerade nach Hause kommen, die auf irgendeiner Fete waren. Und ich habe das wunderbare Gefühl, im Grunde, ich beginne schwungvoll im Grunde den Tag. Ich habe meine großen Projekte, die ich dann im Grunde beginne. Und es gibt ein Gefühl von Frische und von Lebensmut und von Entschlossenheit, da früh aufzustehen und nicht so langsam in den Tag hineinzustarten. Ja, vielen Dank. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, um das umzusetzen. Also ich kaufe mir immer einen Energy Drink. Also wenn ich habe immer Phasen, dann nehme ich mir das vor, dann funktioniert das auch. Und dann bin ich einmal in der Stadt abends und dann ist das alles wieder hinweg. Aber ich hole mir dann immer einen Energy Drink und dann stelle ich mir den Wecker. Und bevor ich überhaupt nachdenken kann, trinke ich den. Und eine halbe Stunde später stehe ich auf, weil dann einfach Koffein anfängt zu wirken. Aber das werde ich jetzt wieder anfangs, vor allem dieser Punkt, den Sie gesagt haben, wenn man das 1 Jahr lang durchzieht, dann wird es nicht mehr ein Kampf sein, sondern dann wird es vielmehr einfach normal sein. Das gibt mir gerade Motivation, das tatsächlich wieder anzupacken. Und ich würde wirklich gerne 6 Uhr, 5 Uhr, hört sich vielleicht blöd an, aber dann, wenn die Luft noch so frisch ist und so knackig ist und genau wie Sie gesagt haben, man geht raus, man genießt einfach mal die erste halbe Stunde des Tages und bereitet sich auf den Tag vor. Ich glaube, das ist auch für den Körper einfach viel gesünder, natürliches Sonnenlicht zu bekommen und nicht immer elektrisches Licht. Sie werden lachen. Ich habe eine Großmutter gehabt, die mir in positiver Weise viele Dinge vermittelt hat. Und das eine war zum Beispiel, die ist immer sehr früh aufgestanden. Das fand ich und war immer gut gelaunt. Und die hat 2 verschiedene Lebenseinstellungen gehabt. Die hat gesagt, dass sie jeden Tag immer etwas gemacht hat, was sie sehr gefreut hat. Also etwas, wo sie das Gefühl hatte, dass da steigt ihre Stimmung. Und dann hat sie jeden Tag
den Tag begonnen mit etwas, was ihr schwer fiel. Und hat dann gesagt, wenn ich das im Grunde gleich am Anfang des Tages mache, dann wird der Tag immer schöner. Ja. Und sie war so ein Zwischending auf der einen Seite preußisch und von Pflichterfüllung. Und gleichzeitig hat sie darauf geachtet, dass sie irgendwie so eine positive Lebenseinstellung hatte. Und sie hat große Ziele gehabt und hat jeden Tag im Grunde versucht, ein wenig an diesen großen Zielen, sagen wir mal, zu knabbern und etwas im Grunde zu realisieren. Also sie war ein Vorbild im Grunde für große Ausdauer. Mhm. Und das hat mich in meinem Leben, sagen wir mal, ungeheuer geprägt, so dass ich immer an einem Tag mehrere Stunden zur Verfügung habe, wo ich schreibe, wo ich Vorträge vorbereite und das Gefühl habe, dass ich mich immer ein wenig den großen Zielen, die ich habe, im Grunde zubewege und tue das aber wie eine Ameise. Also da hängen die großen Ziele, aber ich bewege mich langsam darauf zu und weiß, ich werde das irgendwann erreichen. Ja, dieser Fokus, den man auch wirklich mit sich trägt. Jede Person kann eine Woche lang mal Gas geben, aber jahrelang auch wirklich ein gesundes Gleichgewicht zu finden, sich immer weiter zu pushen und motiviert zu bleiben, das ist die Kunst im Leben. Dr. Krüger, haben Sie etwas, was Sie den Zuschauern gerne noch mitteilen würden? Ich glaube, dass wir alle im Leben gucken sollten, uns die Frage zu stellen, was ist in meinem Leben schön, was ist beeindruckend und was könnte wirklich etwas sein, was meinem Leben eine große Bedeutung verleiht. So. Und wenn ich das rausgefunden habe, wenn ich das im Grunde weiß, und meistens müsste ich dann in der Jugend gucken, was ist das gewesen, was ich schon immer im Grunde wollte, dann müsste ich mir genügend Zeit einräumen. Häufig brauche ich 10 Jahre, 20 Jahre dazu, das zu realisieren, weil das braucht oft viel Zeit. Es sind oft große Ziele, die ich verwirklichen kann. Und das verleiht meinem Leben wirklich eine große Spannung und ein großes Glück. Ja, Dr. Krüger, vielen lieben Dank fürs Dasein. Ich persönlich fand es mal wieder sehr interessant an alle Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Und bleibt stark und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Ja, bleibt stark und bis zum nächsten Mal. So.